Hallo, meine Lieben. Heute gibt es eine First Impression. Und zwar habe ich mir doch die Sachen von Dust of Colors gekauft. Dann würde ich sagen, ich mache schon mal die Base, also Foundation, Contour, Bronzer. Mache ich jetzt alles auf. Und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Also die Base habe ich jetzt geschaffen. Foundation habe ich von MAC eine Foundation genommen. Bronzer von BH Cosmetics. Concealer von Maybelline. Augenbrauenstift von Primark. Mein Rouge ist von Milani. Den werde ich jetzt drauf machen. Das ist dieser hier. Ich möchte gar nicht reingehen. Guckt euch doch mal diese Rose an. Oh. Aber Rougepinsel und werde mir ein bisschen Rouge aufgeben. Sehr schön, wie er riecht. Kann ich nicht sagen, weil ich rieche es leider nicht. Okay, das ist schon mal der Blush. So, jetzt geht's zur Palette von Dust of Colors. Diese hier. Mit diesen schönen Farben. Mit dieser Farbe gehe ich erstmal rein. Und die gebe ich mir über die Lidfalte. Was gibt es zu erzählen? Ach, ich hatte heute meinen, wie sagt man denn, moralischen. Die Irmi ist im Keller und wir haben vor längerer Zeit mal so Schwerlastregale gekauft für unseren Keller. Und die Irmi ist jetzt im Keller und räumt auf, sortiert aus, was weg kann, auf die Kippe. Und jetzt kamen sie vorhin hoch und hat mir eine Tüte voll Bilder gebracht. Da wusste ich gar nicht, dass sie im Keller sind. Und na, Jugendbilder von mir und von meiner Mama. Und meine Mama ist ja schon 36 Jahre tot und ach, da waren sogar Bilder von meiner Oma bei und ach, und da habe ich mich so ja, da habe ich mich, weiß ich nicht, da kam es über mich und da habe ich geweint und weil meine Mama so früh verstorben ist, ich war 20, als meine Mama verstorben ist und meine Mama war 59 und ja, da war ich ganz schön traurig. Also, ja, wenn man dann erstmal so im Tränenfluss drin ist, dann, ja, dann kommt alles hoch. Auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe. Lässt sich gut auftragen, lässt sich wunderbar verblenden. Gefällt mir gut. Dann nehme ich einen anderen Pinsel und gehe in diesen Farbton rein. Das ist ein bisschen dunkler. Und das gebe ich mir hier, oh, ja, gut, hier hinten rein und mit in die Lidfalte rein. Oh, sehr gut. Oh ja, sehr gut pigmentiert. Also wirklich. Holla die Waldfee. Ja, na jedenfalls hatte ich so meinen moralischen und habe so über mein Leben nachgedacht und ob es anders verlaufen wäre, wenn meine Mutter
nicht so früh gestorben wäre und naja, halt so was alles. Ja, nehme ich mal einen Blenderpinsel und verblende das. Und jetzt muss ich doch mal gucken, ich suche einen, den Pinsel so weg hier. Der ist ein bisschen... Ja, kann noch ein bisschen... Hier hinten rein, noch ein bisschen... vertiefen. Und ja, also die lassen sich echt toll verblenden, aber nichts aber, das ist lassen sich schön ineinander verblenden, schön. Nehme ich diese Schwarz mit Glitzer. So Schimmerpartikel. Oh, 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 oh. Oh, und das setze ich mir hier nur außen rauf. Oh ja. Mal gucken, wie gut ich das verblendet kriege. Er ist super pigmentiert, also Leute. Dafür, dass das ein Schwarz ist, holla die Waldfee. Ich muss das hier mal ein bisschen die Kanten verblenden. Jetzt zieht das natürlich ein bisschen hier hoch, das Schwarze. Ja, Schwarz ist natürlich aber okay, hat ein bisschen Fallout. Aber ich finde es ja nicht so schlecht, so wie ich es jetzt gemacht habe. Auch wenn es nicht so sein sollte. Finde ich das gar nicht so verkehrt. Fluffigen Pinsel. Gehe nochmal in diesen hellen Ton rein. Und gehe nochmal hier oben rüber. Und. Ja, das ist ein bisschen fleckig, das Schwarze, aber. Das ist nicht so wild. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Aber jetzt kommt der. Ich werde mir jetzt, diesen Farbton nehmen, einen anderen Pinsel und den, oh Gott, ist der schön. Also das ist jetzt trocken. Jetzt werde ich mal ansprühen von Milani und mal gucken. Leute.
Gott. Wunder, wunderschön. Ist das eine schöne Farbe? Und die ziehe ich so mit ins Schwarze rein, ne? Also wunderschön. Nehmen wir doch mal den Pinsel, weil ich möchte jetzt dieses Gold reingehen. Ach so, mal gucken. Und das will ich mir noch hier mit. Krass. Nee. Also, ich meine, ich habe ja ein paar Abonnenten verloren. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie jetzt denken, dass ich hier auf High-End mache. Aber Leute, das ist nicht so. Das ist nicht so. Bloß ich will jetzt auch mal testen. Wisst ihr? Ich will echt mal testen, wenn die da so einen Hype drum machen. Ah, High-End und High-End ist so toll und. Und deswegen, ich will es einfach nur mal testen. Aber das heißt jetzt nicht, dass es auf meinem Kanal nur High-End geben wird. Weil das kann ich mir ja nicht leisten, Leute. Das geht gar nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Und das werde ich jetzt auch nochmal anspulen. Also nur mal dahin. Ab und zu teste ich High-End, weil ich das für mich selber wissen will, ob der Hype jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Und aber überwiegend ist bei mir Drogerie. So, jetzt sprühe ich den auch nochmal an, um zu gucken, wie er jetzt nass, wie die Farbe nass rüberkommt. Er kommt noch schöner rüber. Ins vordere Drittel möchte ich mir jetzt diesen Ton angeben. Und den gebe ich erstmal trocken auf. Und dann auch noch mal nass. Also angefeuchtet. Trocken. Hammer. Feucht. Hammer. Und den gebe ich mir auch als Inner Corner Highlight und ziehe mir das noch ein bisschen nach unten ran. Sehr schön. Also wirklich sehr schön. So, jetzt muss ich mal gucken. Unten werde ich mir am unteren Wimpernkranz gehe ich nur erst ein bisschen mit dem Schwarz. Und dann noch mit dem Grün.
Ja, das würde ich sagen, das ist gut so. Also die Augen, ich habe jetzt noch nicht die Wimpern nicht gemacht, aber schön, schön. So, schön. Jetzt muss ich gucken, welchen Ton setze ich jetzt unter die, sag schon. Augenbrauen. Ich glaube, dann nehme ich den Ton, den hellen Ton hier. Den. Und setze mir den hier unter die Augenbrauen. Als Highlight. Also man sollte sich vielleicht, wenn man da Glitzer benutzt, erst die Augen machen und dann Foundation und alles. Weil, ja. So, ich tusche mir jetzt die Wimpern. Also wie gesagt, ja, ich finde es schade, dass ein paar Abonnenten abgesprungen sind. Warum auch immer. Das ist passiert, nachdem ich diesen Haul hochgeladen habe, als ich mir die Sachen von Dust of Colors gekauft habe bei Beauty Bay. Aber ich kann euch nur versichern, dass ich nicht auf High-End mache und bei mir ist überwiegend Drogerie, weil High-End kann ich mir auf die Dauer auch gar nicht leisten, Leute. Also. Aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Mich haben die Farben auch angesprochen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, nachdem ich jetzt diese Lidschatten ausprobiert habe und auch von Urban Decay, die Born to Run, sicherlich lassen sich diese Lidschatten besser auftragen, besser verblenden. Sie haben eine bessere Pigmentierung. Aber all das kriegt man auch mit anderen Lidschatten hin, die nicht so teuer sind. Gut, da muss man halt ein bisschen länger arbeiten, aber das gleiche Ergebnis kriegst du auch mit einem anderen Lidschatten hin, garantiert. Also es muss nicht immer High-End sein, ganz ehrlich. Ist meine ehrliche Meinung. Ist meine ehrliche Meinung. Gibt so tolle Lidschatten von Essence und wie sie alle heißen. Da kann man die gleichen Ziele gleichen. Na, ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt gerade wieder Wortfindungsstörung. Also, ihr könnt sicher sein, das wird hier nicht High-End enden, weil High-End-Kanäle gibt es genug und da muss meins nicht ab und zu. Wenn mich wirklich was anspricht, dann werde ich mir das auch sicherlich kaufen, aber auf meinem Kanal werdet ihr überwiegend Drogerieprodukte finden. Das wollte ich jetzt einfach nur mal klarstellen. Weil nicht jeder kann sich High-End leisten. Ich auch nicht. Ich kann mir nicht ständig High-End-Sachen leisten, um Gottes Willen. Nee. Kann ich nicht. Nö. Also wie gesagt. Auf meinem Kanal wird es Sachen, die sich jedermann leisten, Sachen geben, die sich wirklich jedermann leisten kann. Das war jetzt hier eine Ausnahme. Und ja. So, die Wimpern habe ich soweit fertig. Jetzt möchte ich gerne noch den Highlighter testen. Aus der gleichen Serie.
Ups. Und jetzt muss ich mal gucken, was für ein Pinselchen ich nehme. Den habe ich nur geswatcht. Ist von BH Cosmetics der 140. Und der ist aber wirklich, der ist aber wirklich schön. Der hat wirklich so einen Nasseffekt. Sehr schöner Highlighter. Also dann nehme ich jetzt diesen von Dust of Color, diesen Lipstick. New Chica nennt er sich. Und den bringe ich mir rauf. Dann nehme ich mal das große Teil vom Spiegel. Oh. Bisschen viel dran. Ja. Lässt sich wunderbar auftragen. Der Applikator ist ganz weich, also richtig schön. Bappt nicht. Du hast das Gefühl, du hast nichts auf den Lippen. Gefällt mir. Er bappt, im ersten Moment bappt er auch. So wie alle Lipsticks bappen. Babbt er auch ein bisschen. Und ja. Dann machen wir jetzt mal den Lipgloss drüber, ne? Der nennt sich Barely There oder so ähnlich. Der sieht so aus. Und ja. Den gebe ich jetzt darüber. Da ist der Applikator anders. Ach, sehr schön. Sehr schöne Farbe. Ich hole euch jetzt mal näher ran. Jetzt zeige ich erstmal meine Augen. Schön, oder? Ach Gott, nee. Das war's jetzt. Das ist der fertige Look. Und ist ein Alltagslook. Den kann man im Alltag tragen. Habe ich irgendwas vergessen? Das geht auch so runter. So. Ja. Also, was sagt ihr zu diesem Look? Schön oder nicht schön? Mir persönlich gefällt er. Aber wie gesagt, dieses Ergebnis kriegt man auch mit preiswerten Lidschatten hin. Man muss ja zwar mehr arbeiten, aber ja, High-End muss nicht immer sein. Aber jetzt mein Fazit zu dieser Palette. Die Palette ist traumhaft schön. Die Farben lassen sich wirklich gut auftragen, gut verblenden. Die Glitzer-Lidschatten, die bröseln ein bisschen. Also wenn man den benutzt, dann sollte man, entweder baked man unten, mache ich nicht, weil die dann zu trocken ist, oder macht erst die Augen und dann Foundation und so. Aber ansonsten sehr schön. Rouge finde ich wunderschön. Den Lipgloss wunderschön. Also ich kann sie auch bestens weiterempfehlen. Also wenn ihr euch
das gönnen wollt, dann gönnt euch, aber ihr müsstet nicht. Also es gibt auch preiswerte Paletten mit, wo man all diese Töne findet. Aber nun, ich habe es mir mal gönnt und ich lebe nur einmal und von daher, ja. So. Ich bin es jetzt nochmal, mal ein bisschen Licht, ein bisschen heller machen. Ich habe mir nämlich jetzt noch Fake Lashes doch rangemacht und ich finde, mit Fake Lashes hat der Look gleich, sieht er ein bisschen, wie soll ich sagen, ausdrucksvoller, so würde ich sagen. Sieht ausdrucksvoller aus mit den Fake Lashes. Hm. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Ich hab jetzt das Make-up ein paar Stunden drauf und verhält sich doch ganz gut. Tschüss, ihr Süßen. Und, wie findet ihr das mit Fake Lashes? Schreibt es mal in die Kommentare. Tschüss. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Da oben könnt ihr mich abonnieren. Da oben verlinke ich euch noch die letzten Videos, falls ihr die nicht gesehen habt. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Dann gibt es wieder Drogerie oder ihr habt noch andere Paletten, die ich ja doch testen muss. Und wie gesagt, es wird hier kein High-End-Channel werden, ja? Also in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.